aufteilen. Guten Abend, jetzt. Hallo, so, wir sind jetzt bei der PU. Wir fangen jetzt mal mit der PU an. Genau. Bitte auch mal das Ghost-Video anmachen. Das kannst du mir gleich geben. Mike? Was ist da, Sabine? Mike? Ja. Ja, geht schon los. Ich wollte mal nach Gefühl gemacht ein bisschen weiter runtergestellt. Hallo. Hallo, Nicke Mike. Hallo. Nabend. Irgendwo muss was sein. Ja, weißt du, wie steht im Wetter, was ist? Hallo. Also zu dritt. Heute zu dritt, genau. Hallo Nick, Jenny und Mike. Hallo. Hallo Sabine. Okay, los geht's. Hallo, hier ist der Mike. Hier vor mir ist die Jenny und ich bin der Nick. Wie können wir dir helfen? Wollen. Was wollen Sie denn? Ja? Trennen Sie nicht. Trennen Sie nicht? Hab ich Was sollen verstanden? wir denn nicht trennen? Ich habe verstanden, kennen Sie mich? Können Sie nicht. Sollen wir irgendwie helfen? Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Nick, vor mir ist die Jenny und neben mir ist der Mike. Wie ist Ihr Name? Oder hören Sie nicht? Luca! Hallo Luca! Wie geht es Ihnen, Luca? Kerzen. Kerzen haben wir nicht. Keine Teelichter mehr? Nein, momentan nicht. Können wir erst am Dienstag besorgen? Danke für dein Follower, Luca. Dankeschön, Luca. Was? Drach? Dracht? Was meinst du mit Dracht? Das ergibt für mich gerade keinen Sinn. Keine Ahnung, Freiland. Da ist jemand. Können Sie das Gerät nochmal auslösen? 60. 60.
Wach. Ein schwaches Signal. Da sind wir. Ja. Schwaches Signal. Abends müssen wir ja was hören. Guten Abend und euch auch allen schöne Weihnachten und Dankeschön für die Geschenke. Dankeschön. Luca, wie geht's Ihnen? Er ist weg, oder? Ja, er ist weg. Weil der kam auch rüber. Und in dem Moment flog der an Luca. Das ist krass, fand ich krass gerade. Das fand ich krass. Wie eine Uhr ticken. Eine Präsenz. Irgendwas sind kurz da nur. Ja. Hallo, mein Name ist Nick. Vor mir ist die Jenny, neben mir ist der Mike. Wie ist denn Ihr Name? Wand. Wand? Ich hab Nike verstanden. Komm mal jetzt, ne? Wie können wir dir helfen? Er sagte Mike. Mike? Wie kann ich dir helfen? Und die Truhe ist in Ramport. Täglich. Täglich? Was ist mit täglich? Wie meinst du das? Also ich bin der Mike. Das warst du EMF? K2. Ganz oben, K2 ist leuchtet. Allgemein. Allgemein? Soll dir allgemein helfen? Du musst mir noch ein bisschen mehr Information geben. Was ist dir widerfahren? Hat das hier mit dem Haus zu tun? Kreide oder Kralle? Kralle, ich habe Falle verstanden. Und das EMF schlägt aus. Kommt bestimmt wieder. Alles gut, Steffen. Also die Truhe ist ein Rainport, da drüber ist ein Eichhörnchen und ein EMF und etwas weiter oben, was da im grünen Anleuchten ist, ist ein K2. Und das gelbe Ding hier vorne an der Treppe, das Gerät ist ein... Oh, danke schön für die Schmetterlinge! Ist ein EMF, elektromagnetischer Felddetektor. Ja, und weiter oben ist ein Bild von Buddha. Genau, also keine Schattenfigur. Nein. Danke dir auch, Sascha. Genau, frohe Weihnachten, Schrieber. Dankeschön. Wünschen wir dir auch. Und neben dem Stock hier ist auch noch mal ein EMF, was da grün am Leuchten ist. Ja. Lass mir mal was durch. Ich habe nicht nur die Batterien reingetan. Ich habe Hunger. Guten Abend, Struppi. Frohe Weihnachten dir auch. Die PU, um das Paranormal zu ermitteln. Naja, ich werde noch mal kurz hochgehen und euch das noch mal genauer erklären. Also, wo ich jetzt bin, ist das EMF, das ist hier. Elektromagnetische Felder. Dann, hier einmal die Tour, die wird durch Berührung aktiviert. Seht ihr? Kuba, Frau, kannst du bitte mal Imart grüßen? Mama. Grüße an Hier ist ein Trigger-Objekt, ein Stofftier,
und vor dem Stofftier ist ein Durstball. Neben mir ist auch ein Igel. Dann das K2. Dann haben wir oben noch einen Red Pot mit einer Stange. Der will ich mal ein Geräusch machen, wenn man halt berührt. Oh, ja, das wird sauber. Das ist laut. Ja. Danke für die Stimmen, ganz viele. Das war schon mal die Erklärung. Mal schauen, ob eine Gastführer eine Nachricht dabei ist für Nick. Bin ich auch mal gespannt. Heute oder morgen? Oder in den nächsten Tagen? Ja. Ich denke mal, wenn Jenny wieder da ist. Oh, nicht da. Einfach vorher oder nach. Ich habe nochmal die ganzen Geräte erklärt. Bin nochmal hochgegangen. Du meinst die Kinect? Sicherlich. SLS? Genau. Dankeschön, Sophia. Ihr seid da. Sophia schrieb, ihr seid einfach toll. Dankeschön. Und da ist die nächste. Hi, hier ist der Mike. Ich bin der Nick und vor uns ist die Jenny. Können wir dir helfen? Wir hören dir auch zu. Dankeschön. Grausam. Wer war grausam? Wer war denn grausam? Können Sie mir Ihren Namen verraten? Mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike und vor uns ist die Jenny. Wie ist denn Ihr Name? Ja, sind wir. Wir sind eine Familie. Dankeschön. Ist mit dir alles okay? Alter! Danke! Dankeschön. Das war nicht jetzt dein Ernst, oder? Doch. Dankeschön für den Zug. Das hat mir jetzt auf den Tag gebracht. Bin ich auch gerade. Familie. Alter. Familie steht hier noch. Ja. Ja, das ist halt wieder. Insekten! Dankeschön! Insekten! Insekten! Ja, hier! Wir sind jetzt als Insekten oder was? Wir sind keine Insekten! Ist schon wieder weg! Also, alles auch so über die Truhe ist Schatten oder kommt das von der Truhe? Ja, es kommt von der Truhe. Es kommt von der Truhe. Ja, weil, musst du erklären, das Licht hier. Das hier, das seht ihr ja. Hier, das hier. Seht ihr das? Nee, warte mal. Hier ist ja so ein Licht, das Grünlicht. Und durch, siehst du? Und durch, das ist die Erklärung. Seht ihr das? Wir haben hier ganz viele Schatten auf einmal. Gestern auch Insekten. Stimmt. Machen wir, Nicole. Wir sollten uns auf die PU konzentrieren und nicht auf den Chat. Machen wir ja. Der war ja gerade weg, deswegen konnten wir wieder reden. Ja, aber der ist EMF ist in der Zeit ausgeschlagen. Ja. Und Schatz hat einen Cowboy-Hut am Pops gehabt. Mit Schnurrbart. Super. Dankeschön für den Schnurrbart und den Hut. Nee, du hast gerade einen Cowboy-Hut am Hinter. Oh, dankeschön. Danke für den Teddy. Wie fühlst du dich? Alles gut? Ja. Gut. Dankeschön für die Geschenke. Dankeschön. Ich werde auch mal was machen. Ich werde mich hier unten hinsetzen. Alter, ihr habt einen Schatten. Ich hieß ja auch früher Schattenlicht. Ja, stimmt. Das würde passen. Ich hatte einen Schatten. Ja, hast du immer noch. Danke für den Zepter. Also oben Nick, da Mike. Dankeschön.
Kannst du vielleicht noch eine der Geräte. Joker, du hast einen Wuffi gekriegt. Dankeschön. Was? Du hast einen Wuffi gekriegt. Dankeschön. Cool. Und ganz viele Zuckerstern. Und Eichhörnchen. Cool. Oh, zweier Präsenz. Hallo, hier ist der Mike. Hier oben ist der Nick und unten sitzt die Jenny. Können wir dir helfen? Ich weiß schon, dass das jetzt lauter oben wird, ne? Bitte? Dann wird jetzt lauter oben. Ja. Maschine. Maschine. Was für eine Maschine? Mein Motorrad steht in Göttingen, nicht hier. Ihre. Ja, meine. Darf ich Ihren Namen bestochen? Bestochen. Von uns niemand. Ich sehe, ich wüsste. Gerne. Dürfte ich Ihren Namen wissen? Aufhören mit Ausrufezeichen. Womit sollen wir aufhören? Wir haben gerade erst angefangen. Womit sollen wir denn aufhören? So viel Hass. Nicht bei uns. Nicht bei uns, wir haben keinen Hass. Ich fühle richtig Kälte, ey. Hier auf der Treppe. Evolution, ja. Die gibt es. Definitiv. Dürfte ich Ihren Namen wissen? Mein Name ist Nick, unten ist Jenny und der Mike. Wie ist denn Ihr Name? Tropft, also wie Wasser tropfen, tropft. Aha. Nochmal die Bestätigung. Ja, es hat getropft, die ganzen Wasserschaden. Es gehen alle Geräte an. Achso, das kannst du ja noch mal sehen. Bei unten, die Geräte. Kannst du auch den Ball aktivieren, der oben bei dem Stofftier ist? Der rote. Bist du so nett? Oh, nächste schon. Oh nein. Hallo, hier ist der Mike. Hier ist der Nick und unten ist die Jenny. Wie ist denn Ihr Name? Hast du das gerade?
Ich war okay. Ich weiß, dass Sie da sind. Könnte ich Ihren Namen wissen? Ihren Geist. Ihren Geist. Wessen Geist? Wessen Geist meinen Sie? Von seiner Frau eventuell. Lizenz. Lizenz. Lizenz? Ja, eine Lizenz haben wir. Aber das nennt sich auch nicht Lizenz, das nennt sich Gewerbe? Anders. Das nennt sich Gewerbeschein. Was meinen Sie mit Lizenz? Hä? Oh. Das zweite Mal passiert, dann bricht er ab. Er versucht zu süchtig. Wonach? Wonach sind Sie denn süchtig? Es ist kalt. Es ist kalt. Ja, ist es. Hier oben definitiv. Oh, ist Ihnen kalt? Kann ich Ihren Namen wissen? Oh, ist schon wieder weg? Ja. Aber er ist noch da, sieht man in der Truhe. Ja. Ist noch da. Ja. Danke, dass du die Truhe aktiviert hast. Kannst du das nochmal machen? Bitte? Nick, warum sitzt du oben? Besser in den Fall. Du warst gefragt, warum du oben sitzt. Weil ich das beobachten will. Er will den Flur beobachten. Kalt, keine Energie. Dankeschön. Dankeschön für die ganzen Geschenke. Achso, die Geräte hat er ausschauen lassen. Dankeschön für das eben Auslösen des EMFs. Dankeschön. Können wir dir vielleicht helfen? Lass noch mal an der Geräte bitte ausschlagen. Wir möchten gerne mit euch kommunizieren. Über die Geräte, die auf der Treppe liegen. Du kannst gerne das schwarze Gerät benutzen. Oder die kleine Truhe in der Mitte, oder das gelbe Gerät. Sozusagen das orangene Gerät. Oder das, was gerade blau aufleuchtet. Genau. Einer. Und bitte nicht die Monis ignorieren. Die können euch auch weiterhelfen. Genau, die gehören nämlich auch zum Team. Hallo, mein Name ist Sophie. Zu viel. Was ist so viel? Sind das zu viele Geräte? Er ist überfordert.
Soll ich eins der Geräte wegnehmen? Dann lass doch mal die Truhe aufleuchten. Okay, dann nehme ich ein Gerät weg. Kleiner. Das hat er jetzt nicht wieder gesagt. Doch, hat er. Er ist schon wieder da. Ich nehme Hallo Rosa, wie geht's denn? Ich hab nicht wirklich kleiner gesagt. Doch. Doch. Er kennt dich. Ich habe jetzt das blaue Gerät weggenommen. Rosa, er hat das kleine blaue Gerät weggenommen. Das heißt nicht, dass das kleine jetzt auch da unten ist. Okay. Bestätigung. Gern geschehen. Der seid, also du wirst da oben bleiben. War dem Wittig vielleicht zu viel? Realität. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber in der Realität bin ich der Größte. Ich bin 2 Meter, mindestens. Welche Bratpfanne war die drauf? Bist du nur 1,50 groß? Sorry, Spaß muss man schon sein zwischendurch. Sind Sie in einer Zeitschleife gefangen? Dann lassen Sie doch mal bitte eines der Geräte ausschlagen. Das wäre grausam. Ich habe schon so viel darüber gelesen, ey. Oh, Schach, das sieht ja schon mal. Mit Schatten ist er 2 Meter. Schaut mal. Ja, genau. Solange Nick kein Zwerg ist, naja, mit 1,65. Ein Zwergle. Könnt ihr nachmessen? Mein Name ist Nick, unten ist die Jenny und der da gerade rumläuft, ist der Mike. Der ist schon wieder weg, Schott. Ja, aber er hört noch. Ja, also nochmal, weil es ausgeschlagen hat. In einer Zeitschleife. Ja. Der ist noch da. Ja, Zeitschleife. So schnell gehen die nicht weg. Aber sie sind nicht mehr angezeigt. Ja. Prima, Weihnachten und Nick funkelt. Ja. 3 Jahre. Hallo, mein Name ist Nick, unten ist der Mike und die Jenny. Wie ist der Name? Das tun. Was meinen Sie damit? Was wollen wir tun? Dankeschön für die Schaukel. Was sollen wir denn tun? Das möchte ich auch mal gerne wissen. Sollen wir Ihnen helfen? Das Paradies. Wollen Sie ins Paradies? Wir können Sie da gerne helfen ins Paradies. Da muss ich mit nachhelfen. Grün. Das Licht ist grün. Ja, das Licht ist grün, das stimmt. Gefällt Ihnen das? Das ist eine schöne Farbe, oder? Ich kann das für kurze Zeit ganz weiß machen, dann können Sie hinübergehen, wenn Sie möchten. Oh. Oh, das ist Bestätigung. Soll ich? Er will hinübergehen. Hä? Ich komme runter. Ach so, das ist das Auto. Nee, das Licht brauche ich, das stimmt nicht von dir. Entschuldigung, ich muss mal da kurz vorbei. Mike, lass doch mal nix schnell. Das war die Bestätigung. Einmal. Durstig! Entschuldigung, oh. Verstehe ich. Entschuldigung. Ja. Oh, du hast weiß. Ist weiß? Ja, ist weiß. Okay, sie gucken mir das so gelblich vor. Keine Ahnung, es ist aber weiß. Okay, dann fahre ich mal. Gib ihm das Licht, damit er hinübergehen kann. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, führe mich, nimm dir diese Seele an. Führe sie hinüber. Hieß es. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
weites Jenseits. Wir müssen ewigen viel Frieden finden und Liebe und Harmonie. Die Erzengel führen dich hinüber. Im Namen des Vaters. Meine Identität! Meine Identität. Wie ist denn Ihre Identität? Der Moni schrieb, er veräppelt euch. Ja, der verarscht euch. Isoliert! Isoliert? Nee, wir sind nicht isoliert. Ich mach das Licht wieder auf grün. Der verarscht euch. Vielleicht ist da einer von den anderen Seelen oder egal. Das kann sein. Und der eine, wie ist denn Ihr Name? Ich möchte gerne Ihren Namen wissen. Können Sie mir den Namen sagen? Zitat. Welches Zitat wollen Sie denn? Bereitet zu spät euch nach dem Bild, das ist der Vater mit seinem Kind. Wollen Sie die Zitat? Das ist von Goethe. Ich merke gerade, der... Nennt sich Erich König. Das Licht ist zwar grün, aber in der Glaube. Warte mal. Darf ich Ihren Namen wissen? Mein Name ist Nick. Neben mir unten ist der Mike. Hi. Und zu spät. Ja. Für was ist es zu spät? Was soll denn zu spät sein? Und danke, dass du mich verarscht hast. Ich möchte Ihren Namen wissen. Ich will jetzt Ihren Namen wissen. Sonst texte ich Sie die ganze Zeit damit voll. Mein Name ist Nick und Misty Jenny und der Mike. Nochmal. Mein Name ist Nick. Unten ist der Mike und unten ist die Jenny. Wie ist Ihr Name? Ich möchte Ihren Namen wissen. Zweimal hintereinander, yes. Zu spät. Zweimal hintereinander. Das ist selten. Ja. Das damit ist Sie mir Ihren Namen. Das ist böse. Ja. Mein Name ist Nick. Unten ist der Mike und die Jenny. Wie ist Ihr Name? Wiederhol mich nochmal. Ihre Familie. Ja, meine Familie, genau. Die ist da unten. Das ist der Mike, die Jenny und der Nick. Weg, er ist weg. Also zumindest hier. Ich möchte Ihren Namen wissen. Sie können ihn noch gerne. Ich weiß, dass Sie noch da sind. Sie können gerne ihn trotzdem sagen, wenn Sie ihn so öffentlich nicht sagen wollen. Das war jetzt natürlich sowas wie gar nicht. Er hat geklopft zwar, aber nein, da war ich. Den Klopfen. Sind wir? Zweimal hintereinander zu spät? Ja, zweimal hintereinander. Wow. Danach Ihre Familie. Er ist gut. Ja. Und nicht nett. Ne? Ich habe einen Turmalin als Heizkette, das, was mich schützt. Ich habe ein Kreuz mit den Erzengeln und den Flügeln der Engel. Und dein Pentagramm, ein positives, als Schutz. Und zwei Schutzsteine. Er ist noch da, ja. Ja, nochmal die Bestätigung. Ja. Ich muss kurz was trinken. Jo, ich weiß, dass du da bist. Er hat auch das anscheinend. Was?
Weil, Michael hat gesagt, er geht was trinken. Nach in dem Moment schlug das EMF aus. Yeah. Yep. Ist der Alice? Sowieso aus. Nö. SRS? Hast du noch die SRS? Der drauf, ja. Ja. Warum? Weil danach gefragt worden ist. Aber es gibt ein paar Mal nicht. Ich muss auch was trinken. Ja, ich brauche auch was zu trinken. Okay. Scannen. Wir scannen gerade noch. Dankeschön für die ganzen Geschenke. Woran erkennt man ja das, was ein guter, aber böser Geist ist? An den Energien, das spürt man sofort. Bücher. Welche Bücher? Ja, nachher bitte. Rote Nacht, lass die Kurve nachher schreiben. Mach ich. Machte. Mach ich. Meinst du die Bücher oben in meinem Zimmer? Ja, Bücher. Ja. Turmalin zum Beispiel. So ist geschützt. Ja, wir haben einen Raum mit Büchern. Oben bei mir. Ja, nochmal Bestätigung. Was willst du denn in meinem Zimmer? Wieder Kreuz. Hilft auch bestimmt. Strafe. Strafe. Was für eine Strafe? Willst du mich jetzt bestrafen für die Bücher oder was? Ja, Mike. Unterschiedlich. Wenn eine positive Energie ist, merkst du Wärme. Mike, wir sind noch. Ich bin ja ein Schatz des Mietmann. Achso, ich rück das raus. Nochmal nachher. Wo ist. Was? Bestimmt, muss. Schule? Bücher? Was muss man nachsitzen? Stimmt. Das war dann bestimmt. Waren Sie Lehrer? Oder Rektor? Ah, Rektor. Muss ich nachsitzen? Das könnte ja was werden. Habe ich nie gerne gemacht. Salbei, Salbei hilft auch. Hammer. Sie war meine Freundin. Wer denn? Zu viel. Zu viel. Zu viel? Weil sie sich getrennt, weil es ihr zu viel war mit ihnen. Ja, Bestätigung. Oh ja, definitiv. Oh ja. Nein, es ist ein EMF. Das kam. Was kam? Können Sie mir noch mehr Informationen geben? Was da kam? Hat sie hat ihre volle eine neue King, einen neuen Mann kennengelernt? Klaus, wurdest du betrogen? Oder heißt du vielleicht Klaus? Weiter. Weiter. Was soll man weitermachen? Den Namen fragen. Heißt du Klaus?
Oder kennst du einen Klaus? Schatz, man sieht, dass du rauchst. Echt? Mhm. Also er kennt einen Klaus. Ist er auch tot? Oh. 34. War der Klaus 34? Nicht, dass sie Klaus sind. Nein, er kennt nicht. Heute Nacht hat sie gesagt, ob er Klaus ist. Kriminelle. War Klaus ein Krimineller? Oder wart ihr ein Krimineller? Meine Asche. Was ist mit Ihrer Asche? Ist schon weg. So, ich zeig noch mal ganz kurz, weil gefragt wurde, was ein Turmalin ist. Turmalin. Sieht man schlecht. Das ist ein Turmalin. Mhm. Okay. Ganz deutlich, Klaus, kann es sein alter Bewohner des Hauses sein. Denn beobachten krieg ich. Upsa, schön. Hat hier Klaus mit bei dir gewohnt? Ja, jetzt sag mal ja. Paranormale Untersuchung. Oh, eine Bestätigung. Die Kinder schon traumatisieren, ey. Das war ein Turmalin. Und das gelbe Gerät ist ein EMF, was so piept, also. Das. Orange. Ja, nicht orange. Das gelbe. Also das da, das ist ein EMF. Dann kannst du auch gleich mitmachen bei einem dritten Teil von Ich bin ein Ghost von Alter. Alter, ehrlich. Ich habe das Gefühl, dass Klaus das, dieses Haus bewacht und auch was hat ihn verärgert. Ist der Klaus vielleicht hier verärgert und hat das bewacht? Ja. Hallo, mein Name ist Nick. Da vorne ist der Mike und die Jenny. Wie ist denn Ihr Name? Bist du der Klaus? Angegriffen. Wurden Sie angegriffen? Oh. Das K2, ja. Ja. Das war das K2. Klaus, bist du das? Dann mach die kleine Truhe da unten an, bitte. Ja. Also wenn du das bist. Die Truhe ist ein Weltport. Weiß er doch nicht. Ja, ich weiß nicht. Hier gibt es keine Weltports. Also die braune Holztruhe in der Mitte der Treppe, die kannst du dann aktivieren, nur berühren. Er macht das eben echt. Nicht das Gelb. Oh. Orange. Okay, oh. Nein, Steffi guckt doch gerade zu. Mein Scherz. Klaus, kannst du dann nochmal das schwarze Gerät berühren, über den Stoff? Tag. Ist bei Ihnen gerade Tag? Ja. Ja, super. Er ist in der Zeit gefangen. Vor dem Umbau.
wurden sie betrogen. Ja. Auch von ihrer Freundin? Oder waren sie in einer Ehe? Ja. Oder ein Jahr zu Hause. Oder wurde ihr Kumpel betrogen? Was? Startseite? Ich habe Startmotte. Habe ich auch verstanden, Startmotte. Wie stelle ich mir eigentlich die Startmotte vor? Eine Motte, die startet. Also, Startseite war es aber. Aus welchem Jahr kommt der denn? Seit wann kennt er eine Startseite? Wollen Sie. Gräber. Ja, die geht zwar uns schräg gegenüber. Echt? Mhm. Stimmt. Findchen. Danke für die Bestätigung. Wer ist ein Fienchen? Was ist ein Fienchen? Fienchen. Wer hat das gelöst? Nicole. Gut. Na gut, auf dem Friedhof. Hier in der Nähe. Das ist ein REM-Port und reagiert auf Berührung. Genau. Hier begraben. Sind Sie hier begraben? Oder ist Ihr Freund hier begraben? Oh. Danke für die Truhe. Ich sollte dann noch mal fragen. Darf ich Ihren Namen wissen? Mein Name ist Nick. Ist hier vielleicht eine Isolde? Sie ein Engel. Siehst du vielleicht Engel? Kann ich Ihren Namen wissen? Mein Name ist Nick. Hinter mir ist der Mike und daneben ist die Jenny. Wie ist Ihr Name? Man soll doch nur Isolde so fragen. Wie ist Ihr Name? Sie tat. Wer tat? Ja. Möchten Sie das Jahr wissen, welches Jahr wir jetzt haben? 2022. Was ist mit Fienchen, Nicole? Was meinst du? Hä? Sie ist bei euch, Fienchen. Er ist böse. Wer ist böse? Fienchen ist bei uns. Wer ist böse? Scheiße, das kann ja. Achso, und der ist schon wieder weg? Und Fienchen ist bei uns, schrieb Nicole. Fienchen. Fienchen. Wer ist Fienchen?
Die ist gerade bei uns, schrieb Nicole. Ja. Wer ist das? Weiß ich nicht. Und wir sind noch in der. Das ist jedenfalls Mädchen. Und die Frage war noch, auch noch eine. Die Frage war auch noch einer. Isolde. Isolde? Ja. Die gab es nicht. Das war sicher ganz garantiert. Ich an Isolde denken, wo ich immer an Robin Hood denke. Dankeschön für die ganzen Geschenke. Warum habe ich so gerade das Gefühl, jetzt müsste ich das Stoff hier mit dem kleinen Ball weiter unten hinstellen? Mach ich mal hin. Ich habe so einen Intus gekriegt, weißt du? So, du kannst trotzdem hier Küche. Soll ich dir das Handy geben? Was willst du? In die Küche ganz kurz. Sitzen ist gut. Super, dann kommt ja gleich eine Antwort. Sag ich doch. Hallo, mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike. Wie können wir dir helfen? Hallo. Krieg! Waren Sie im Krieg? Krieg. Ja, das glaube ich, dass da viele Menschen sterben. Kann ich Ihren Namen wissen? Wecken. Wen wollen Sie wecken? Gut. Henker. Oh, waren Sie ein Henker? Den hatten wir doch schon mal. Hat er sich nicht erwürgt? Waren Sie Henker im Krieg? Das ging gerade schnell. Was denn? Das ist Fake, sag weg. Sündig? Nee, wir haben nicht gesündigt. Nee, haben wir nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Okay, ab und zu mache ich sündige Gedanken, das stimmt. Normal, oder? Ja, klar. Warte, wird uns fehlen? Oder was soll ich da? Warte. Fehlen? Oh Gott, da wird es fehlen. Oh Gott, Hilfe. Nein, heute nicht. Ernst nehmen. Was will er damit fehlen?
Wen wollen Sie denn fehlen? Also ich stelle mich gern zur Verfügung. Wie Dracula. Mhm. Bist du zurück? Was denn nicht hat, irgendwo kommt das Gequieke rein? Das war ich gerade mit meinen Schuhen. Hast du mal aufhören zu quieken? Nee. Ach, er ist schon wieder weg, der Henker. Henker? Ja, sag doch, er ist ein Henker. Ja. Naja, ist ganz nett. Ein wortlustiger Geist, oh ja. Das ist dieses schwarze Ding hier, komplett schwarz. Dieser Strich. Ah, ja. Ach so, das ist von der Lampe, ja, okay. Ja, siehst du? Ja, ich sehe es auch. Hab mich gerade so ein bisschen... Oh, Alter! Ja, bestätigt, ja, noch. Ja, danke für die Infos. Danke! Ich hab's mitgekriegt. Alter. Hör dich, Ärger. Ja, ich weiß, dass du damit umgehen kannst. Das ist gut. Kannst du das noch fester anpacken? Frohe Weihnachten zurück. Frohe Weihnachten. Kannst du mal andere Farbe machen, zum Beispiel gelb? Oder rot? Danke, das hat reicht auch als Info. Danke, wünschen wir auch. Genau. Danke, Schatz. Dankeschön. Ist das gut jetzt? Hä? Was ist gut jetzt? Es ist gut jetzt, Tanja. Was macht sie denn? Keine Ahnung. Ich sehe sie auch gerade nicht. Hm? Egal. Egal, haben sie bestimmt schon rausgeschmissen. Wer heißt weiter? Na, Bernd, wer heißt weiter? Wer heißt weiter? Mein Lehrer hieß weiter und dann machst du, aber egal. Abend! Hallo! Mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike. Wie können wir dir helfen? Vielmehr Ihnen helfen. Danke, das haben wir auch verstanden. Super, vielen Dank für die... Ich weiß, dass ich alt bin. Nette Bestätigung. Ich wollte heute noch in den Kindergarten eigentlich. Sich jetzt wohl für mich erledigt. Dann suchen wir mal einen Platz im Altenheim. Kein Streit jetzt im Chat, bitte. Wir haben Weihnachten, denk dran. Was wollt ihr denn? Ja, mach ich gerne. Können Sie die Truhe anmachen? Ah, okay, ich dachte, danke, danke. Wow. Dankeschön. Das ging aber schnell. Antwort. Okay, also da bist du jetzt. Gut, wie ist denn Ihr Name? Dürften wir Ihren Namen wissen? Mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike. Hi. Hallo. Dürfen wir Ihren Namen wissen? Mama. Mara? Mama. Mama. Was ist mit Ihrer Mama?
Was war denn? Sag du ruhig. Warum Ihr Fehler? Was haben Sie denn getan? Warum Ihr Fehler? Dankeschön. Das Handy vibriert, ja? Moment, dein Handy will man noch nicht das. Ja, ach so, okay. Stimmt, über WhatsApp, cool. Was hier? Können wir dir helfen? Dankeschön. Können wir helfen? Wie ist denn Ihr Name? Sehr schweigsam ist auf jeden Fall. Getroffen. Nee, bestochen. Bestochen. Schon wieder. Hat Sie jemand bestochen? Nee, tut mir leid, das wissen wir ja leider nicht. Da müssen wir uns schon Namen sagen. Wer Sie bestochen hat. Damit wir Ihnen helfen können. Ja. Jemand von unten hat Sie bestochen. Okay. Blind? Wir sind nicht blind. Nee, definitiv nicht. Sie müssen uns nur mehr Anzeichen geben. Okay, gut, das ist jetzt schon ein Anzeichen. Mehr als ein Anzeichen. Möchte ich jetzt nicht bezweifeln. Orange. Ja, orange ist das Gerät weiter unten, das stimmt. Und der Ball. Und der Ball. Können Sie eins dieser orangen Dinge berühren? Sind Sie so lieb? Oh, ja, danke schön. Genau, das ist das viereckige orange Gerät. Sie können auch die Truhe anfassen, wenn Sie möchten, und versuchen, das bis zum orangenen Punkt aufschlagen zu lassen. Wir hören dir zu. Und er macht Geräusche. Genau. Weiter macht das lieber das MF. Das war die Bestätigung, dass dann das EMF mal. Möchten Sie uns noch was sagen? Du hast das Ding aufgemacht, da taucht ein Rosen auf. Der guckt gerade auf sein Handy. Ach so. Ah, okay. Du magst Rosen. Er ist wieder weg, schade. Der gefiel mir. Ja, das war cool. Der hat sofort geantwortet. Der hat aber prompt auf alle Fragen geantwortet. Ja, hat er. Bitte, Liebste. Ah. Dann, danke für die Bestätigung. Danke. Er mag uns. Steffi, wann ist zur Tür gegangen? Und er mag die Kiste. Mhm.
Du hast ja gesagt, er soll die Kisten berühren. Das ist immer was nicht, wenn er will. Ja. Aber das schafft er nicht. Er gerade. Ja. Vielleicht schafft das ja nicht ganz. Du kannst doch gerne von den Geräten Energie ziehen, dann schaffst du es. Wir drücken dir auf die Daumen. Du wirst es schaffen. Ich gebe euch jetzt aber was. Da könnt ihr auch Energie ziehen. An den Taschenlampen. Das ist auch so, ne? Könnt ihr auch Energie ziehen, ne? Okay. Was tue ich hier jetzt oder soll ich? Ist mir egal. Ja. Paranormale Untersuchung ist eine PU. Okay. Jenny achtet so nah auf den Chat. Pass mal auf. Dankeschön für die ganzen Geschenke. Mein Name ist Jenny von Team GSG. In der Küche sind Mike und Nick. Können wir dir helfen? Wer wird? Wie meinen Sie damit? Zwanzig. Sind Sie 20? Ist alles okay? Hm? Werden Sie und 20 kommen? Okay. Wir machen hier eine paranormale Untersuchung. Ja, die ist ziemlich groß. Werden Sie 20 Ihre Familie? Krass. Ist alles okay bei euch? Nein. Ihr seid ja schnell mit dem Ziel. Ja, die Panda ist noch drin. Tabelle. Mein Stammbaum. Stammbaum ist wie eine Tabelle. Stimmt. Meinen Sie, haben Sie einen Stammbaum, großen Stammbaum? Ja. Mich. Mich? Haben, okay. Haben Sie einen großen Stammbaum? Ja. Also
eine Bestätigung, dass man die Frage sicherlich, ne? Meinen Sie einen Psalm vielleicht? Gefühle es. Das Gefühl und es. Ja, und jetzt die Truhe wird aktiviert. Zelle. Gefängniszelle, jetzt machen wir dann schon Sorgen, was eigentlich wäre. Okay, Gefühle und es, also es kam, werden Sie 20 verbunden? Es kam Nebel und schwaches Signal. Es kam von werden Sie 20, Ihre Familie, Tabelle, mich, Gefühl, es, Zelle und Nebel. Nebel? Ja. Okay. Aber jetzt mache ich mir Sorgen um mich, Mike, ne? Zelle, Gefängnis. Hatten wir es nicht 3 Tage lang? Ja, ne? Und jetzt Zelle, ey. Ich gehe am besten freiwillig in den Knast. Grabtabelle gemeint. Oh, stimmt, dann ist ja eine Tabelle. Was? Die Grabtabelle? Ja, nochmal die Bestätigung. Also es gibt ja am Friedhof eine Tabelle. Da sind die ganzen Gräber und Namen aufgelistet. Ja, da müssen wir mal reingucken. Ja. Ich finde, der hat einen Namen ganz bekannt bekommen. Gruß aus Zelle, Niedersachsen. Ja, super. Ja, super. Grüße zurück. Warum wir jetzt so lachen, ist gerade, weil wir aus dem Ghost-Video Zelle gehört haben. Deswegen muss man jetzt gerade so schmunzeln. Weil vorher kam Gefängnis die ganze Zeit. Zelle. Ne. Hallo, mein Name ist Nick, neben mir ist Jenny und dahinter ist der Mike. Wie können wir dir helfen? Daneben heißt er nicht dahinter. Ist mir doch egal. Hi. Grüß dich. Wie ist Ihr Name? Na, nicht so neugierig. Leer. Leer. Ja, sein Kopf ist leer, aber dafür kann ich nichts. Was meinen Sie mit leer? Das war die Geschichte. Zu lachen. Aber... warum kommt das jetzt nicht durch? Das war gestern auch schon ein paar Mal. Kam ein Name, hat er gar nicht aufgenommen. Was kam durch? 62. Ah. Grab 62. Stimmt, ob sein Grab vielleicht leer ist. Ja. Das war Grab 62? Könnte sein. Oh. Ja, ja. Oh. Zack. Ups. Ghost Radio weg. Ja, muss nochmal reingehen. Komm, reden wir über Grab 62, ist leer, ey, geht das Ding raus. Ja, aber das Grab haben wir gesehen. 62. Warte mal. Das Herzschlag rum. Das ist nochmal. Das Herzschlag vom Gerät. Ach so. Ich hab mich jetzt gewundert, hä? Beim ersten Mal bin ich voll zusammengezogen. Das Herzschlag, das ist absichtlich so gemacht, das ist schön gruselig. Ich hab gedacht, was klopft denn denn jetzt? Das ist ein Herzschlag vom Gerät. Ah. Genau. Richtig, da müsste gleich eigentlich die nächste Seele kommen. Also jetzt mehr Energie als vorher, wo ich die Taschenlampen hingelegt habe. Ja. Ihr könnt gerne die Energie aus den Taschenlampen ziehen, die da leuchten. Ihr könnt sie auch mal ausmachen und wieder anmachen. Das könnt ihr auch. Die Geräte machen sie wieder, mögen sie wieder. Mhm. Könnt ihr vielleicht auch den Ball beim Eichhörnchen vielleicht aktivieren? Vielleicht bewegen? Aber vielleicht könnt ihr ja das mit dem Eichhörnchen, oder 1, 2, 3. Auf der dritten Stufe. Genau, vielleicht könnt ihr das Eichhörnchen vielleicht auch mal bewegen oder umschmeißen. Das arme Eichhörnchen. Das geht, wenn das vorher klappt, ne, dann frisst ihn Wesen. Ruhig will ich jubeln. Dann haben wir da Ergebnisse, Alter. Wenn wir vorher schon Ergebnisse haben, das wäre nice. Dann haben wir richtige Ergebnisse. Euch auch einen frohen Weihnachten. Wie lange machen wir noch? Wie lange machen wir noch? Wie viele Minuten? Eine Seele noch. Ja.
Eine Szene. Zwei Stunden später. Wo kommt die nicht? Alter! Der lacht. Ist schon da. Der lacht sich da tot. Ja. Hallo, hier ist der Mike. Hier ist der Nick. Und ich bin die Jenny. Können wir dir helfen? Wir hören dir zu. Wie ist denn dein Name? Nick ist immer so neugierig. Sorry. Verlieben. Verlieben? Ja, ich habe mich verliebt. Das stimmt. Wo wolltest du dich damals verlieben? Was? Genesen? Oh, was habt ihr verstanden? Soll ich dir vergessen habe ich verstanden. Ich habe vergessen, vergeben? Echt? Ich habe vermissen verstanden. Keine Ahnung. Hat verwiesen? Verwiesen. Genau. Oh, verwiesen könnte auch sein. Was? Was? Die Fremde? Welche Fremde? Meinen Sie uns? Vermissen? Vermissen Sie Ihre Frau? Hat sich verliebt? Nie vergeben? Nicht vermissen? Verboten hat einer verstanden. Oder verboten hat, ja. Ja. Ja, bestimmt. Laura hatte recht. Oh, das geht. Ui. War die Kritik? 17. Waren Sie 17 oder Ihre Frau? Oh, Ihr Kind? Ja, auch sein. Kann auch sein. Hatten Sie eine Tochter? Er wusste. Was wusste er? Er wusste. Er wusste. Klingt traurig. Er ist nicht böse, er ist nur traurig. Ja, das ist eine Bestätigung. So eine Traurigkeit. Mussten Sie gehen? Ja, ist es. Sie war meine Freundin. Da hatte ich recht. Ja. Haben Sie Ihre Freundin verloren? Es tut mir leid. Ich finde das so eine Schwere. Das ist richtig traurig. Mussten Sie Ihre Frau mit Sohn stehen lassen? Oder eben wurde die Frau verboten? Ja. Oha. Als er 17 war. Kriminell. Wer ist kriminell?
Waren Sie kriminell? Haben Sie was Böses getan? Oder der andere? Warte mal. 74. War das nicht verboten, Ost-West zusammen als Paar mit 17 und war das? Hm, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Der kommt ja aus der Zeit. Du willst sterben heute, oder? Ja. Also so alt ist er auch vielleicht. Naja, mit 50. Boah! Alter, Alter. Ich hielt dich auch mal, Schatz. Ja, bitte Geist, hol mich mit. Nimm mich mit, bitte. Stimmt, er könnte auch 74 gewesen sein, bis er zu alt war. Oh. Okay, gute Antwort. Danke. Er ist weg. Schief? Ja, schön, verstanden. Ich auch. Oder leuchtet, nee, leuchtet noch, ne? Ja, gut. Ich halte es nur zu. Jetzt ist er weg, oder? Nee. Doch. Meine Gefühle. Meine Gefühle, ihre Gefühle, ja. Es tut uns leid. Ich hoffe, Sie finden Ihren Frieden. Er war 74, sie 17 und das war kriminell. Ja, das stimmt, das wäre kriminell. Ja. Stimmt, die war 17, ja. Oh. Das ist kriminell. Ups. Naja, würde die mich hinfällt. Ja, ne? Das war der letzte, ne? Ja. Ja. Würde ich sagen. War gut heute. Mhm. Ich bin zufrieden. Selbst ausmachen? Ja. Danke. Oh, Dankeschön. Und wir bedanken uns erstmal bei euch. Danke auch für die ganzen Likes und die ganzen Geschenke. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und wir sind morgen wieder live. Genau. Ja, 19 Uhr mit Runenlegen und danach dann wieder mit einer PU. Genau. Tschüss. 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 Bis morgen. Tschüss, ihr Lieben. Und noch vor Weihnachten, morgen einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Genau. Und gute Nacht.